Wir hören eine Andacht von Caro Wald. Caro kann heute leider beim Aufnehmen nicht dabei sein, aber liebe Caro, vielen, vielen Dank, dass du so spontan und schnell eine Andacht beigesteuert hast. In der letzten Zeit schien die Welt wie stehen geblieben. Geschäfte und Restaurants schließen und die Menschen müssen ihre Berufe von zu Hause aus via Homeoffice ausüben. Schulen und Universitäten bleiben wochenlang verwaist. Und wir Menschen sind dazu gezwungen, unsere Zeit mal ganz uns selbst zu widmen und unseren Gedanken hinzugeben. Im Trubel des Alltags haben wir selten die Möglichkeit, geschweige denn die Zeit, uns mal gründlich zu reflektieren. Jetzt, wo ich viel Zeit mit mir selbst verbringe, kommen langsam die Ängste und Sorgen hoch, die ich eine ganze Zeit lang verdrängt habe. Fragen wie, was mache ich denn eigentlich nach dem Studium oder der Ausbildung? Welchen Beruf möchte ich denn mein Leben lang machen? Aber auch die ganz existenziellen Fragen, wofür bin ich denn überhaupt auf der Welt? Was ist denn der Sinn meines Lebens? Diese Fragen geistern mir besonders in den späten Abendstunden im Kopf herum. Diese erzwungene Stille und diese soziale Distanz bringen mich immer weiter zum Nachdenken. Es gibt Dinge, von denen ich träume, seit ich ein Kind bin. Welches Kind hat nicht schon mal davon geträumt, als Rockstar so richtig gefeiert zu werden? Einige von uns wollten TierärztInnen, AstronautInnen, BauarbeiterInnen oder BalletttänzerInnen werden und erzählten ihren Eltern mit strahlenden Augen, was sie einmal erreichen möchten, wenn sie groß sind. Aber meistens bleibt dieser Funken in den Augen nicht das ganze Leben lang. Viele Menschen, auch ich, kommen irgendwann von ihrem Traumweg ab und verlieren ihren großen Traum der Kindheit aus den Augen. Ganz vergessen werden wir unsere Träume nie. Sie werden immer mit einer leisen Stimme im Hinterkopf zu uns sprechen und uns daran erinnern, wofür wir einmal gelebt haben oder wofür wir eigentlich leben. In dieser Zeit der sozialen Distanz und des Zuhausebleibens ist aus der leisen Stimme in meinem Hinterkopf ein unerträgliches Schreien geworden. Ein Schreien, das mich aufwecken soll, mir vermittelt, dass all meine Träume wahr werden können, wenn ich nur Vertrauen habe. Vertrauen in mich und mein Können natürlich, aber vor allem auch Vertrauen in Gott und auf sein Können. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. So steht es im Psalm 37, Vers 5. Ein Spruch, der mich seit meiner Taufe schon ein ganzes Leben lang begleitet. Ein Spruch, der mir zufällig zugeteilt wurde, aber der passt wie die Faust aufs Auge. Wenn ich an mir oder meinem Können oder an meinem Traum zweifle, denke ich an diesen Satz, immer wieder. Ich erinnere mich daran, dass ich beten kann, dass ich jemanden habe, der mir zuhört und der jedes meiner Gebete ernst nimmt. Jemand, den ich mein ganzes Leben lang kenne und der mich schon immer kannte. Jemand, der meine Sorgen schon kennt, bevor ich sie kenne. Und jemand, der meinen Traum niemals vergessen wird. Es kann sein, dass ich irgendwann von meinem Traumweg abkomme und nicht mehr an mich oder meine Leidenschaft oder meine Träume glaube. Aber es kann niemals sein, dass Gott meinen Weg aus seinen Augen verliert. Alles, was wir uns vorstellen können, was wir erträumen, das kann Realität werden. Alles, was wir Gott anvertrauen und ihm im Gebet erzählen, das kann Realität werden.
Und ich glaube fest daran, dass wir immer eine Wahl haben und immer wieder etwas ändern können und damit unsere Träume Realität werden. Und das Gute ist, wir müssen das niemals alleine tun, denn Gott ist mit uns. Amen. Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewig Reich des Friedens, in unserer Mitte liegt es schon. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere treue ewige Not. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer, mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Welt.